Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Radsportfreunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Radsport Manager 2017. Wir gehen auf die nächste Tour. Und das sieht gut aus. Schöner Berg. Und nach dem Berg geht's ein Stück nach unten. Also sprich, Zielankunft ist in der Abfahrt nach einem 1er Bergwert. Wir gehören hier wieder zu den Favoriten. Lamprecht ist auch wieder dabei. Super. Unser Freund der Lambi. Gegen den wir schon mal gefightet haben. Na, da wissen wir ja, worauf wir uns einlassen. Hätte vielleicht doch Climber skillen sollen. Nee, da hätten wir wenigstens Chancen gegen den. Der hat Berg 74. Wir haben Berg 71. Wir müssen unbedingt besser werden. Ich hätte es beinahe vergessen übrigens, ja. Ich meine, ich habe echt überlegen müssen. Ey, du hast so viele Projekte. Du hast 3 Slots, du machst 3 Videos am Tag. Dann muss ich echt mal überlegen, was muss ich noch Let's Playen? Was habe ich noch als Projekt, was ich noch Let's Playen muss? Und da fiel mir ein, ich habe ja den Radsportmanager auch noch. Genau wie mir vor kurzem eingefallen ist, dass ich seit 4 Wochen oder noch länger kein Dirt-Video mehr gemacht habe. Also ich vergesse langsam meine eigenen Projekte. Ich mache da Videos zu und dann vergesse ich, dass das Projekt bei mir läuft. Ich bin noch am Suchen nach einer Lösung, wie wir das alles ein bisschen besser hinkriegen. Oh, super. Ich habe hier nur das Ziel, die Gesamtwertung zu gewinnen. Das ist hier einfach. Mache ich mit links. Wow, wir sollen die Gesamtwertung gewinnen. Bei der Tour gibt es, glaube ich, Zeitfahren, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da könnten wir Lamprecht schlagen als einen, der nur Bergfahrer ist. Da hätten wir eventuell die Möglichkeit zu, sagen wir es mal so. So, ich mache das Ganze mal ein bisschen schneller, weil eigentlich bis da hinten zu dem großen Berg bei uns nichts gehen wird. Wir werden hier einfach nur mitrollen im Hauptfeld. Alles andere ist eh automatisch, das heißt, da wird jetzt auch Tempoarbeit gemacht von unseren Leuten, eben für mich, weil die sagen, hey, der hat gute Chancen, hinten den Berg hochzukommen, da müssen wir zusehen, dass wir die Ausreißer im Griff halten und unser Kapitän dann in den Berg schön mit vorne mitfahren kann und da eben nicht zurückfällt. Deshalb haben wir jetzt schon 2 Leute, die Führungsarbeit machen, da vorne mit drin. Oder zumindest einen. Ja. Also wie gesagt, ich bin am gucken, wie ich das Ganze hinkriege. Also ich meine, ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich will keine 3 Videos mehr am Tag machen. Jetzt bin ich bei 3 Videos am Tag. Das Schlimme ist, ich habe mir geschworen, wenn ich nochmal 3 Videos am Tag mache, dann garantiert nicht so, dass ich da praktisch am Abend davor die 3 Videos aufnehme. Ich bin momentan an dem Punkt, dass ich am Abend davor 3 Videos aufnehme. Also alles, was ich nicht will, habe ich gerade erfolgreich mal wieder geschafft. Ich hätte mich konzentrieren sollen auf das, was ich will. Dann hätte ich vielleicht das geschafft. Manchmal so ein kleiner Denkfehler, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man nicht will. Also jedenfalls, ich bin halt am gucken, wie ich das Ganze irgendwie in den Griff kriege. Sind auch alles keine Kurzzeitprojekte, wo du sagen könntest, ja, klopfst du halt mal eine Woche durch. Und wenn du die Woche durchgekloppt hast, das Projekt eh rum. Und dann kannst du wieder was anderes zocken. Nein, so ist es dann doch nicht. Mit anderen Worten, ich muss da jetzt irgendwie eine Lösung finden, wie wir da irgendwie durchkommen. Ich bin am überlegen, das ein oder andere Spiel, was zurzeit täglich läuft, von täglich wegzunehmen. Weil ich jetzt auch 2 Spiele habe, die täglich laufen und ich wollte auch nur noch ein Spiel haben, was täglich läuft. Das sind alles so die kleinen Probleme, die mit der Zeit auftauchen. So, wo ist unser Wasserlieferant? Da kommt er. Hat uns versorgt. Sehr gut. Ich glaube, wir schicken nochmal einen per Hand los, wenn wir über dem nächsten Dreierhügel drüber sind oder mittendrin sind. Dass wir vorm großen Berg nochmal richtig schön Wasser haben, dass wir im großen Berg dann uns nicht mehr auf den Käse konzentrieren müssen, ob wir genug Wasser haben oder nicht. Dann sind wir mal gespannt. Aber das ist ein interessantes Ziel hier auf jeden Fall, dass wir die Gesamtwertung gewinnen müssen.
Wenn alle Stricke reißen, wird unser Teammanager sehr enttäuscht sein von uns. So, wir kommen zur Bergwertung. Wir fahren ziemlich weit vorne mit rum. Stritzinger ist mit dabei. Den lassen wir mal nach hinten fallen. Da soll man was zu trinken holen. Der ist jetzt nicht aus der Gruppe rausgefallen, oder? Ernsthaft jetzt? Freunde? Die ist aus der Gruppe rausgefallen. Ich glaub's ja nicht. Die sind in A2. Die sind in der Gruppe. Die sind über eine Minute 30 zurück. Ich muss mir schon wieder selbst Wasser holen. Es ist aber auch ein Drama, ey. Mit diesem Team, das ist... So, die ersten Ausreißer werden, glaube ich, eingeholt. Irgendeiner ist da gerade zurückgefallen. Ich will mal überlegen, ob wir den Berg wieder einfach hochfahren. Wohl zweifach müsste auch gehen. Puh. Wir machten da Tempo. Das wird der BMC. Also wir haben einige Teams hier vorne, die Tempo machen. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich da angreifen will oder so. Ich muss mal gucken, wie das Ganze ausgeht. So, ich glaube, wir haben die Ausreißer alle, oder? Ne, zwei sind noch unterwegs. Ich bin am Überlegen. Einen Angriff zu fahren. Wie schaut's? Kriegen wir das hin? Wir haben das Feld hinten jetzt bös zerrissen. Die hinter uns, die geben jetzt Gas und wollen aufholen. Wir geben alles, um hier drüber zu kommen, schmeißen das Gel rein und fahren jetzt mit 90 Sachen hier einen Berg runter. Und schwupps schließt wieder einer auf. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Warum die immer in der Abfahrt so schnell so nah rankommen. Was hat denn der für einen Abfahrtwert, dieser Lamprecht? Das ist ja nicht mehr normal. Kaum sind wir über den Hügel, der hat über 30 Sekunden Rückstand. Kaum sind wir über den Hügel drüber, schwupps hängt er mir am Arsch. Wir haben Abfahrt 68 plus 1. Ich will mir jetzt echt mal angucken, was der hat. Ich muss den mal studieren. Das ist einer meiner härtesten Gegner und irgendwie, der steckt mich immer. Ich gehe nicht optimal gegen ihn vor. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich seine Werte nicht kenne. Der hat auch nur 68 Abfahrt. Gut, ich war platt, ja, weil ich mich da völlig verausgabt habe, um da hochzukommen, aber wie hat der es denn bitte geschafft, dann da so ranzuspringen und dann in der Abfahrt, wo er einen Wert hat, der genauso ist wie meiner und ich hatte Energiegel drin,
Wie schafft das dann der Abfahrt an mich ranzufahren und mich dann wegzusprinten? Das verstehe ich irgendwo nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. 4 Sekunden kostet mich der Spaß. Ist Zweiter in der vorübergehenden Gesamtwertung schwach, weil ich die Gesamtwertung gewinnen soll. Ich bin Zweiter, ich bin 4 Sekunden vom Führenden weg und die sagen, es ist schwach. Wir sind endlich Level 11. So, Erster in der Bergwertung, außergewöhnlich, Zweiter in der Etappe ausgezeichnet. Können sich auch nicht entscheiden, was sie wollen. Jetzt haben wir einen gleichen Bergwert. Yes! Und wir haben einen besseren Zeitfahrwert und wir haben einen besseren Abfahrtwert. Wir haben eine bessere Regeneration, wir haben eine bessere Zähigkeit, wir haben eine bessere Ausdauer. Und wir haben Climber trainiert. Und werden in Zeit fahren plus 2. Ich weiß nicht, wie das plus 2 bringt. Aber mir soll es recht sein, dann machen wir einfach nochmal eine Climber-Tour. Lassen wir noch einen Monat Climber laufen. Weil es die Sachen steigert, die ich brauche. Abfahrt, Zeitfahren, Bergfahren, Regeneration, Zähigkeit. Bin ich bei. Kein Problem. Machen wir noch einen Monat, machen wir noch ein Level Climber-Training. Können wir machen. Ergibt zwar keinen Sinn. Och, Anfrage nach Domestiken. Ich kann mir Fahrer suchen für meine Tour. Ich hätte gern gute Bergfahrer. Werber bietet 63. Das ist unglaublich, ich habe keine einzigen Bergfahrer, die Jungs hier. Preis 11 Punkte. 11 Punkte von was? Meine Saisonpunkte. Ernsthaft jetzt? Für so schlechte Fahrer soll ich so viel Geld bezahlen? Also so viel meiner Punkte bezahlen? Das sind die besten. Das sind die besten, die ich kriegen kann mit Bergwerten. 63, 61 und 61. Das ist alles nur keine Hilfe. Soll ich euch was sagen? Ich brauche keine Domestik. Brauche ich nicht. Wenn es mich Punkte kostet. Passt. Löschen. Brauche ich keine Domestik. Ich habe nur Fahrer, die mir nicht wirklich helfen können. Und ich muss die ganze Zeit schon allein fahren. Also machen wir dies Jahr keine Domestiken. So einfach ist das. Wir brauchen keine Helfer dies Jahr. Wenn ich so viele Punkte dafür ausgeben muss? Ne. Dann nicht. So, 13 Minuten. Komm, noch eine Etappe. Mal gucken, wie groß das Video wird. Im Prinzip ist das die gleiche Nummer. Da müssen wir halt jetzt einen Berg hoch, ne? Also wir bleiben schön bei Lamprecht. Bis in den letzten Anstieg und dort versuchen wir ihn zu schlagen. Oder eben nicht zu viel Zeit zu verlieren. Das müssen wir dann gucken, wie fit wir sind, wenn wir im Berg ankommen. So, was ist heute unser Ziel? Gesamtwertung gewinnen, garantiert. Am Ziel hat sich nichts geändert. Ja, Gesamtwertung gewinnen. Okay. Da sind Leute dabei. Hier Hen, minus 4 Tageswert.
Ich habe übrigens minus 1 Tageswert, finde ich auch super. Dass ich bei so einer Etappe auf so einer Tour, wo es um was geht, einen Tageswert habe von minus 1. Warum falle ich zurück? Weil meine Jungs Führungsarbeit. Warum machen da jetzt meine Jungs Führungsarbeit? Verstehen muss ich es nicht. Wir haben gar keinen Zwang, Führungsarbeit zu machen. Das gelbe Trikot hat Zwang, Führungsarbeit zu machen. Oder fahren die jetzt für einen Sprinter? Fahren die gar nicht für mich? Kann natürlich auch sein. Ich habe keine Ahnung. So, wir machen mal ein bisschen flotter. Weil bis zum Zielanstieg eigentlich nichts Wichtiges passiert hier. Wir gehen nicht auf Bergtrikot irgendwas. Ja, ich will keine Bergwertungen gewinnen hier. Das ist mir völlig schnuppe. Ich will mit meinem neuen Bergwert hinten im Anstieg dem Lamprecht zeigen, wo der Hammer hängt. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ich verstehe nicht, warum unsere Leute da vorne führen. Na gut, die halten den Abstand schön auf 3 Minuten. Und wenn gleich einer sprintet, dann weiß ich's, aber gibt es eh nur für die ersten 3 normal Sprintpunkte und 7 Stück sind vorne. Also eigentlich gibt es für die nichts zu gewinnen. Ich weiß nicht, warum meine Leute führen. Vielleicht, weil es das Einzige ist, was sie für mich tun können, bevor der erste Berg kommt, weil dann verrecken sie alle. Dann gehen die alle ein, wie die Fliegen, und fallen alle hinten raus. So, jetzt gibt es ein bisschen Chaos. Wir sind vorne mit dem Team. Das gelbe Trikot hängt bei unserem Hintern. Der hat auch seine Leute vorne. Ist irgendwie so ein Kampf zwischen dem Team und meinem Team. Wir bleiben ganz entspannt, radeln unser Ding und warten bis auf den finalen Berg. Ja. 2 Etappen. Das letzte Mal, wie ich 2 Etappen gemacht habe, habe ich 15 GB hochgeladen. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze heute aussieht. Also eigentlich stehen hier nicht allzu viele Bäume und wir bewegen uns 4-fach und wir gehen ziemlich schnell durch. Das Video wird ja wahrscheinlich auch keine 35 Minuten lang. Also wir haben gute Chancen, dass das Video nicht solche Dimensionen annimmt. Ja, wieder so ein Berg, den wir nicht bräuchten eigentlich. Das ist immer interessant, ja. Ich meine, du weißt genau, auf was du guckst und was deine Strategie ist und wie du es angehen willst. Und dann kannst du es schnell laufen lassen und dich interessiert nichts, was zwischendrin passiert. Und du kämpfst nur dafür, dass du dann in der richtigen Position bist, wenn es um die Sache geht, auf die du guckst, die du gerne hättest. Ich habe früher oft den Fehler gemacht, ich wollte dann alles gewinnen. Die Zwischensprints, die Bergwertungen und am Schluss noch die Etappe und am Schluss noch das gelbe Trikot. Da bin ich mittlerweile weg von. So, ich würde mich freuen, wenn irgendeiner sich mal entscheidet, was zu trinken zu holen. Aber der sich entscheidet, was zu trinken zu holen, ist gerade hinten aus dem Feld gefallen. Mal gucken, ob er es wieder reinschafft. Es fallen hier ziemlich viele Leute aus dem Feld. Alle verausgaben sich, pumpen sich einen Ast. Die haben jetzt alle was zu trinken, die hinten rausgefallen sind, nur wir nicht. Wir machen mal ein bisschen langsamer. Weil ich ernsthaft am Überlegen bin, was ich jetzt tun soll. Wir sind 59 Leute. Wir gehen zurück und holen selbst was. Weil das Problem einfach ist, wenn wir einen anderen schicken, der kommt nicht mehr an bei uns.
Wahrscheinlich mache ich jetzt Weinsheimer Blatt, weil er mich schützt beim Vorfahren. Ja, während ich hinten was zu trinken hole, geben die anderen zwei vorne Dampf, ey. Das ist... Leute, ihr sollt kein Tempo machen, wenn ich hinten was zu trinken hole. Geht's euch zu gut? Sondern das ist essentiell, dass wir was zu trinken haben. Jetzt erholen die sich nämlich auch wieder. Wir haben hier immerhin noch drei Leute bei uns. Das ist neuer Rekord. Und da legt's zwei Leute weg. So, da kommt ein Berg. Der ist aber immer noch nicht unserer. Aber da werden wir jetzt wieder ein paar Leute verlieren, denke ich. Noch sind wir 44 im Peloton. Wenn wir über die Kuppe sind, sind wir wahrscheinlich keine 44 mehr. Würde mich zumindest wundern, wenn wir da noch 44 Leute wären. So, das gelbe Trikot hängt an unserem Hinterrad. Der fährt kontrolliert. Mit anderen Worten, der reagiert, wenn wir angreifen auf unseren Angriff. Und ansonsten macht er nichts. So, jetzt steigern wir das Tempo, dass wir hoffentlich in die Abfahrt kommen. Warum hat unser Mann Führen an, wenn wir versuchen, vorne rauszufahren? Kann man das mal ein Mensch erklären? Ich will vorne weg, mein eigener Mann macht Nachführarbeit. Wenn ich das mache, kriege ich von meinen Zuschauern auf die Nase. Die KI macht's. So, ich versuch's nochmal. Baum, hör auf. Hör auf. Wir haben viel Rückstand auf die anderen. So, jetzt. Ich versuche mich abzusetzen. Ich versuche mit 85. Ja, die jagen mich direkt. Da kommt direkt, kommen Leute hinterher. Die versuchen mich einzufangen. So, und jetzt geht's in den Berg. Das gelbe Trikot ist im Feld, ich bin vorm Feld. Das ist natürlich ein Vorteil fürs gelbe Trikot. Ich drehe auf 90 und nehme das Energiegel und hoffe, dass wir diesmal, der Plan aufgeht. Dass wir energietechnisch durchhalten. Dass wir Abstand zwischen uns und das gelbe Trikot bringen können. Das sind noch 2,5 Kilometer. Nicht hängen bleiben. Schön durchziehen. So, wir gehen ein bisschen im Einsatz runter. Weil ich ganz gerne noch ein bisschen Energie übrig hatte, wenn ich ins Ziel komme. Von hinten kommt Gelb. Ach, scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Das darf nicht wahr sein. Wo nehmen die die Kraft her? Der hat einen Helfer bei sich mit dem Van Hauke, das ist der in seinem Team. Der hat den ganzen Berg hochgezogen. Da nimmt er die Kraft her. Ich muss allein managen.
Der hat sogar Zeit gut gemacht auf uns. Die Frage ist, wie viel? Wir hatten 30 Sekunden Vorsprung bis zum finalen letzten Kilometer. Und da hat er uns dann, glaube ich, noch mal eine halbe Sekunde, also eine halbe Minute reingedrückt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Wollt zu viel Attacke. Vielleicht zu früh und zu viel Attacke. Aber das ist unglaublich. Was haben die für eine Mannschaft? Die haben 4 Leute unter den Top 20. Meine waren schon nach dem zweiten Hügel nicht mehr da. Mann, nee. Da fällt mir nichts mehr ein. So, gucken wir es uns an, das Fiasko. Tatsächlich, 33 Sekunden. Vielleicht hätte ich es heute nicht probieren sollen mit der Attacke. Ich habe da heute so einen Tag. Da will nicht alles so, wie ich will. So, wir nehmen das Ganze mal an. Ich will gerade mal was gucken. Wo sind wir denn? Da, ne? Da ist ein Hügelzeitfahren, die 4. Etappe. Das haben wir. Da sind wir gerade gescheitert. Das wird harmlos. Dann kommt das hier, wo wir mit Sicherheit gute Chancen haben, ein bisschen Zeit gut zu machen. Und in der 5. muss es klappen. Wenn wir es in der 5. nicht schaffen, dem davon zu fahren und Zeit gut zu machen. Schaffen wir eh nicht. Wir werden ja niemals Erster. So, ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.